Серьезно такой? Серьезно? Да. Можно еще одну? Спасибо. Спасибо.
для всех здесь лежащих умирать далеко от родины. Все военные, все солдаты, победители и побежденные, переживающие и погибшие, все они чакры. Потому что не солдаты начинают войны, политики начинают войны. Мы почтим память, надеясь, что политики приняли бы умные и мудрые мужчины. Благодарю. Der Konsul Tatjenko, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich habe die Ehre, zu Ihnen im Namen des Honorarkonsuls der Russischen Föderation für Nordbayern, Herrn Nikolaus Knauf, zu sprechen. Der 9. Mai ist ein Freudentag, weil an diesem Tag der schrecklichste Krieg in der Geschichte der Menschheit zu Ende ging. Es entzieht sich aber auch an diesem Tag der Opfer zu gedenken, wie der sowjetische Schriftsteller und Kriegskorrespondent Simonow in einem Gedicht schrieb, wie es von alters her im großen Russland gebraucht war. Der russische Mensch, sagt man, ist seiner Heimat besonders eng verbunden. Und der russische Dichter Jesenin beschreibt in einem Gedicht über das russische Dorf in der letzten Strophe: Und wenn die himmlischen Herrscher rufen, dass Russland fahren lebe im Paradies, dann sage ich nur, ich brauche kein Paradies. Gib mir oder lass mir meine Heimat. Alle Soldaten, Sieger und Besiegte, Überlebende und Umgekommene sind Opfer. Denn nicht Soldaten beginnen Kriege, Politiker beginnen Kriege. Und wenn wir der Gefallenen gedenken, dann tun wir das in der Hoffnung, dass die aktiven Politiker kluge und weise Entscheidungen treffen mögen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Уважаемые соотечественники, дорогие друзья, предлагаю почтить память всех павших во время Второй мировой войны минуты молчания. Спасибо. Приглашаем всех пройти.
два. Не знаю. Если нельзя уходить, я не буду уходить. Мне Ангану нельзя уходить. Тебе хочу на фото у меня. Сейчас, подожди. Тут, ради бога.